Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Heute auf der Flucht. Ich bin auf Klo. Versuche so viel wie möglich zu schleichen. Auch wenn ich hier eigentlich Probleme mit dem Sauerstoff kriegen werde, deswegen. Verdammt, ich. Sauerstoff. Wie maximal 13 Minuten, okay. Ist mir auch egal. Anscheinend kann ich nicht mehr Filter mitnehmen, seltsamerweise. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Okay. Hier sind wir schon mal gut durchgekommen. Hallo. Was ist denn da so Schönes für mich? Weiß nicht, ist meine besser? Da habe ich, ich glaube, 35 Muni? Ja, ja auch. Sauerstoff. Kommt jetzt jemand her wegen dem Strom oder bin ich safe? Oh oh. Ich sollte schnell gehen, bevor er näher kommt. Es ist wirklich schwer hier zu kommentieren, wenn die alle immer quatschen. Okay, da ist irgendwo einer. Wir sollten aufpassen. Ja. Okay, der darf nur nicht hingucken. Dann zerprügeln wir ihn. Tschüss. oh Gott, scheiße, ich dachte, hier wäre der Weg. Oh mein, oh Gott, jetzt hab ich ein Problem. Hoffentlich drehen sie sich nicht um und sehen die Leiche. Oder den Betäubten. Ich töte nicht wegen Erfolg. Ich will diesen Erfolg haben. Du guckst ja gerade nicht, ne? Das ist... Ich sag, du guckst nicht! Oh. Scheiße, die Anzeige. Oh, sie ist weg. Aber er ist noch hier. Scheiße. Die Anzeige! Geh doch weg. Alter, das war close. Die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Scheiße. Artyom, ich wechsle die Stellung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Scheiße. Wofür habe ich jetzt geschlichen? Wollt euch nicht töten. Das Türsystem wird wieder hochgefahren. Ich muss eigentlich nur hier hingehen, ne? Oh, haut rein, Jungs. Vielleicht verschwende ich meine Munition doch nicht. Ja, wie denn? Das wurde mir nicht beigebracht.
Wie nehme ich eine Maske ab? Oh. Okay, da geht's lang, aber ehrlich gesagt. Wie zur Hölle nehme ich die Maske ab? Hä? Es gibt keinen Knopf zum Maske abnehmen. Es gibt keinen Knopf dafür. Oh. Okay, jetzt weiß ich, wie man ein Messer wirft. Keine Ahnung, es gibt einfach keinen Knopf dafür. Das ist eine Halterung. Da kann ich hinschleichen. Hör auf zu schlagen. Okay, hier sind wir safe. Das Licht machen wir trotzdem aus. Okay, was haben wir denn so schönes? Ein Büchlein. Und eine Notiz. Und was zum... So. Amtliche Mitteilung an Oberstleutnant Ryliu, Leiter des Nachschubs. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal, stellvertretender Leiter der Spezialabteilung, Major Stroin. Ist aber kein Datum, ne? Also... Ist das jetzt von hier? An das gesamte Personal der Spezialwache des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grund müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglicher feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Der Verteidigungsrat. Licht aus. Habe ich eigentlich einen Schalldämpfer dran? Ich glaube nicht, ne? Schade. Licht aus, sagte ich. Huch, Messer. Okay, da geht's lang. Aber wir nehmen natürlich den Schleichweg. Ich will diese Maske abnehmen. Hier kann ich immer alles vollfüllen, oder? Wo? Oh. Okay, kann ich das ja hier auch machen, oder? Ja, tatsächlich. Okay, Maske abnehmen, Maske abnehmen. Ah, okay, ich hab's herausgefunden. Hätte man mir auch sagen können. Oh, wir sind wieder draußen. Sorry, ich wusste nicht, dass der rausgeht. Ich wollte euch nicht stressen. So, ein paar Döschen brauchen wir nicht. Na gut, gehen wir hier durch die Tür. Noch habe ich niemanden umgebracht. Gut, da ist viel Licht. Okay, wir gehen hier runter. Okay, den Typen können wir ausschalten. Was? Warum? Lagebericht. Gruppe B,
Patrouille in Hof und Generator. Wagst es? Ups, sorry. Oh Gott. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt, wie viele Wachen haben Sie denn? Er hat einfach mal den Kasten umgeworfen. Ich weiß nicht warum, aber er hat es mit seinem Leben bezahlt oder mit seiner Gesundheit. Okay, den haben wir unsinnigerweise umgehauen. Wir müssen da gar nicht lang. Ich glaube, da ist ein Schalldämpfer dran. Ich glaube, das ist meine schallgedämpfte Waffe, ne? Ich hoffe es. Weil dann werde ich nur noch damit rumlaufen. Ich meine, dann töten wir halt ein paar Leute, ist halt so. Solange der sich nicht umdreht, muss ich ihn auch nicht töten. Was zum Teufel ist das? Das muss ich der Instandhaltung sagen. Die Instandhaltung ist hier. Oh, da ist ja ein Deck in deinem Kopf. Habe ich gestopft, alles gut. Oh, ich würde ihn am liebsten einfach... Boom! Aber ich halte mich zurück, Leute. Ich halte mich zurück. Wir wollen ja schleichen. Wir wollen das Ganze sneaky machen. Wir wollen Munition sparen. Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weg. Das heißt, ich warte hier erstmal und dann gehen wir hoch. Okay. Aber ich würde gerne hier den Typen abknallen da hinten. Oder das Licht. Irgendwas! Ich muss schießen. Ich habe noch eine Waffe in der Hand. Ich sehe ja nicht mal, was da oben abgeht. Ich will es auch nicht riskieren. Wenn ich da jetzt hochgehe und da ist jemand... Dann bin ich im Arsch. Na gut, bin ich nicht. Ich knall sie einfach alle ab. Okay, hier kann ich ja nicht lang gehen. Das wäre die andere Alternative, höchstwahrscheinlich von der anderen Seite. Okay, wir haben hier ein Rädchen. Wollen wir mal da dran drehen? Geht das? Darf ich? Nö. Wovon reden die Jungs bloß? Langweilig. Nichts zu tun. Scheiße, Mann. Besser geht es doch gar nicht. Hast du nicht gesehen? Alles klar. Na, Kollege? Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung. Wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig, sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Ja, bisher habe ich es geschafft. Außer dieser eine Kampf. Noch mehr Waffen, schnapp sie dir! Was? Wieso? Ah, typisch Frau, weißt du? Alle aufgeschreckt. Hier, komm. Ich sehe dich nicht. Oh, okay, jetzt muss ich das auch nicht mehr. Hab ich dir jetzt die Waffe aus der Hand geschossen? Nein. Ich wollte den Kampf vermeiden, wieso... Ach, ist mir auch egal. Gib mir Munition. Oh, ich mach das schon. Alter. So, eindeutig dein Kopf gewesen. Man kann hier gar keinen Kampf vermeiden, es sei denn, man lässt sie alle töten. Ja gut, dann... Jetzt zu spät. Jetzt habe ich schon geschossen. Aber das Licht muss trotzdem aus. Die armen Ratten. Ich muss sie beschützen. Wir müssen die Drehscheibe einschalten. Ja. Ist ja gut. Wir haben doch keinen Stress. Wir brauchen keinen Sauerstoff. Wir alle sind tot. Hier liegt überall Munition ohne Ende. Ich werde hier vollgeschissen von der Munition, ey. Will ich das jetzt machen? Hier liegt noch ein bisschen was rum. Ich bin so überladen. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich zweifel, ey. Mir alles in den Arsch gesteckt. Schalt die Drehscheibe ein. Habe ich gemacht.
Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Ich hab's nicht mal gesehen. Ach da! Die Frau hätte mich auch warnen können, ganz ehrlich. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich zuerst abschießen soll. Okay, ich muss sagen, ich bin ein wenig eingerostet. WTF! Ach so, okay, gut. Dachte ich schon, ich bin tot. Das war heftig. Alles klar? Ja, ja, ich lebe noch. Ich weiß nicht, ich hätte mir mehr gewünscht, dass hier mehr so Schleichen angesagt ist, wie in den ersten Teilen. Dass man halt aufpassen muss, dass man nicht unbedingt alle töten muss. Au. Ich gehe oben rum. Alter, was ist denn hier los? Ich sehe nicht mal was. Ich gehe einfach mal hier hin und dreh dran. Geht das? Ihm habe ich sein Licht ausgeknipst. Ich weiß. Ich weiß, Leute. Lass uns das gemeinsam machen. Nur ein bisschen. Ja. Zugführer betrifft. Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa, Leute, wir sind's. Verhilft uns. Anna, was zum Teufel? Jung, Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt her. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut, alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen... Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mischkerle haben auf Aktion geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann die Klappe halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zu 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis und Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich dir, also gut, Spartaner. Ach so. Werf die da über Bord und dann voll dann voraus. Mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen.
Das ist also unser neuer Leitspruch. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Deswegen dachten sie, dass alle tot sind. Außer sie. Weil sie niemanden erreichen konnten. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die gesagt. Ich glaube, das ist der Kriegszug. Deine Frau hat die besten Ideen. Das war nur eine Warnung. Wenn sie nicht Folge leisten, werden sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und... Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay, wir halten an. Aber ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ach, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiter drin. Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ja, danke, super. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat! Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spritztour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Da ist ja gut. Ich dachte schon, ich müsste dich umhauen. Okay. Machen wir uns mal das Licht aus. Ziehen uns nochmal ein Tagebuch rein. Offizieller Brief. Haben wir das gelesen? Ja. Der Staatenverbund der Ringlinie Staatskasse an Oberstleutnant Taubmann. Mobile Sondereinsatztruppe, Kommandant. Herr Oberstleutnant, Bezug nehmend auf Ihre Anfrage mit Formular 764-35
habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen Kaliber 7,62 in Gurten zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern, sollte sich diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen. Ihre Operation sind für unser Budget eine ständige Belastung, wenn auch nicht ohne ein gewisses Flair und daher wohlwollend hingenommen, dass sie damit ihre Kontingent überschreiten könnten. Dass sie damit ihr Kontingent überschreiten können, liegt nur an der ihnen zugesprochenen Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird dies sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern müssen. Unterzeichnet von Hast du nicht gesehen, Schatzmeister. Okay, ist der Schatzmeister. Keine Sorge. Der macht das bestimmt, wenn er tot ist. Ach, ich habe hier mehrere Wege. Oh, gut. Ich finde das seltsam, dass ich hier überall übelst zugedeckt werde. Vielleicht hätte ich auf Hard spielen sollen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist mir das zu einfach. Hier kommt er! Einer 13 in Bereitschaft! Okay, vielleicht sollten wir uns hier vorbeischleichen. Die kriege ich nämlich nicht. Die Zeit ist rum, Oberstmiller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Vor allem die Bremsen, Sven, sind so scheiße. Weißt du, wir fahren immer noch Vollgas hier. What the fuck? WTF? Was war das denn? Hilfe! Was? Die drehen sich einfach um. WTF? Ja. Okay. Wieso nicht? Okay, dieses Mal werden wir weitergehen. Scheiß drauf. Ich wollte es zwar alle von hinten erledigen, aber naja. So, okay. WTF, was war das denn? Habt ihr gesehen? Ich hab seinen Kopf getroffen. Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft. Du, deine Lakai, deine Tochter. Ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie zollwütige Hunde. Eine Kugel für jeden von euch. Dich erschieße ich persönlich. Du verdammter Kröppel. Vergesst die sichtbaren Ziele. Macht Schweizer Kind aus dem Ding. Feuer frei! Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke. Ja, ich beeil mich, okay? Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll, aber gut. Ah, Munition, danke. So, ich muss mich aber umsehen. Atemschutzmaske auszubessern? Wie soll ich den denn ausbessern? Mit Müll? LB. Wie soll ich es denn ausbessern? Ausziehen ist nicht so eine gute Idee. Vielleicht wechseln? Ich drücke LB! Ich habe LB gedrückt, Leute, ich schwör's! Hey! Das ist doch LB, oder? Das ist LB! Ich hab extra nochmal nachgeguckt. Das ist LB! Ah, okay. Jetzt hat er es gemacht.
Wieso tauschen wir nicht einfach die Maske aus von dem? Ja, wieso nicht? Komm. Ja, mit hier. Ja. So. Du solltest mitkommen. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv die bessere Entscheidung. Oh, da ist mir gerade eine Waffe entgegengeflogen. Und rüber. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen. Warte! Willst du mich heiraten? Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Also wenn man nur seiner Gestik lauscht hätte, ne, dann wir haben könnte man meinen, er freut sich. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ja, Freunde, wie will er das erklären, dass er seiner Tochter gegenüber gelogen hat? Und vor allem, wieso hat er den Führer Opa genannt? Oder Opa? Ich glaube, der hat Opa gesagt. Aber ist eigentlich dasselbe. Opa, Opa. Das ist ein Opa. Ich will es ja nur sagen. Wir sehen... Das ist ein Opa? Der ist doch selber scheiße alt. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.